Wunderschönen guten Morgen. Ich bin heute alleine im Büro. Das heißt, ich schmeiß den Laden. Das heißt, ich bin jetzt quasi Hauptamtliche, finde ich. Oder zumindest tue ich heute mal für einen Tag so. Ich habe Suppe dabei zum Mittagessen, weil das macht man so, wenn man erwachsen ist. Und ich habe einen Schlüssel. Ich habe einen Schlüssel. Und ich habe den Schlüssel nicht mal vergessen. Ich verliere aber gerne Schlüssel, deshalb werde ich da gleich noch dieses coole Lama dranhängen. Das hat meine Freundin Mia mir aus Peru mitgebracht. Ich bin mit dem Auto hier. Das ist auch ziemlich erwachsen. Das ist nicht mein Auto. Aber ich bin mit einem Auto hier, weil ich habe einen Termin in meiner Mittagspause. Wie busy kann man sein? Ja. Outfit. Ja, kacke. Egal, das rennen wir noch. Willkommen in meinem Traumheim. Das ist mein Büro. Ich arbeite hier. Ich weiß, dass Nadine immer als allererstes noch mit ihrer Tasche an der Schulter, glaube ich, reinmarschiert und ihren Computer hochfährt. Deshalb mache ich das jetzt auch. Dann bringe ich meine Suppe weg, damit sie auch schön kühl bleibt. Sonst ja keine Scheiße. Nein! Nein, die Kaffeemaschine ist aus. Ich weiß nicht, wie man die anmacht. Das ist ein Trauerspiel. Oh no. Darum kümmere ich mich jetzt erstmal her. Hands on, ne? Sagt man ja so. Ich bin nämlich ein Macher, eine Macherin. Also eigentlich trinken immer alle die cremige Schokolade. Ich trinke immer den Cappuccino Choco. Aber heute trinke ich wie ein Grown-Up einen Cappuccino. Nadine und Kai trinken immer Latte Macchiato, aber das ist mir zu milchig. Hallo! Bitte gib mir einen Cappuccino. Scheiße. Ich glaube, irgendwas stimmt hier doch noch nicht. Aber er sagt ja Becher verzehren und ich habe das gemacht. Und er sagt auch Hallo. Ich werde hier alles richtig gut. Wirklich. Vielleicht möchtest du Schokocino von mir. Vielleicht kann ich auch einfach. Scheiße, ja, guck mal. Das sollte noch nicht so sein. Ich hab's versucht. Normalerweise sagt mir immer irgendwer, was ich zu tun und zu lassen habe. Aber heute muss ich das irgendwie selber koordinieren. Das ist an sich auch kein Hexenwerk. Das ist nicht so mega viel. Das Einzige, was mich ein bisschen stresst, ist, dass ich ans Telefon gehen muss. Und ich muss sagen, Marie Polkmann, deinekirche.media, hallo. Und ich sehe mich jetzt schon sagen, Marie.Polkmann, deinekirche.media. Das wäre mir schon ein bisschen unangenehm. Ich schreibe mir jetzt gleich erstmal auf, was ich alles zu tun habe. Und meine eigenen Mitarbeitenden. Guck, wie glücklich sie hier sitzen in ihrem kleinen Nest. Ja, schmeckt? Ja, ist lecker. Ja, fein. Fein schneidet ihr da. Ja, gut an. Hallo Kai. Tag der Abrechnung. Tag der Abrechnung. Tag der Abrechnung. Kai, ich möchte heute von dir wissen, was qualifiziert ausgerechnet dich zum Geschäftsführer? Was qualifiziert mich zum Geschäftsführer? Ich war zur falschen Zeit am falschen Ort oder, wie andere sagen würden, ich war genau zur richtigen Zeit am richtigen Ort, als diese ganze Geschichte mit Mediendienst und Kirche.media begann. Ja, man hat eine eierlegende Wollmilchsau gesucht.
und mit mir vielleicht gefunden. Würdest du sagen, das ist wichtig, was du hier machst? Ich möchte das gar nicht an meiner Person festmachen, aber es funktioniert kurzzeitig auch ohne Führung, weil ich weiß, dass meine Mitarbeiter auch ohne mich gut arbeiten können. Hoher Posten, den du da hast, was hast du dafür studiert? Guter Punkt. Ich habe gar nichts studiert und habe mir alles hart erarbeitet auf der Straße. Und auf der Straße hart erarbeiten reicht, meinst du? Ja, ich glaube, manchmal ist es ganz gut, dass ich nicht studiert habe. Ich glaube, das Studium wäre nichts für mich als Person gewesen. Wie gut erfüllst du denn die Verantwortung gegenüber deinen Mitarbeitern? Ich glaube, dass ich für meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter immer ein offenes Ohr habe und ihre Wünsche und Anregungen bestmöglich versuche einzuarbeiten und darauf einzugehen. Natürlich ist nicht immer alles möglich, weil am Ende soll der Laden ja auch noch ein bisschen länger bestehen. Aber ich glaube auch, dass ich in dieser Führungsrolle noch wachsen kann und auch wachsen werde, logischerweise. Ich glaube, ich wäre ein besserer Geschäftsführer als du. Ich schmeiß den Laden dann ab morgen. Okay, ja. Passt? Ja, wir machen eine Woche Marie, Geschäftsführerin. Okay, Hand drauf. Dann bin ich fertig mit meinen Fragen. Ich habe jetzt gerade eine krasse Beförderung bekommen. Nehme ich so. Okay, Fazit. Ich habe hier wahnsinnig erfolgreich alle Türen aufgeschlossen. Ich habe die Kaffeemaschine repariert, angemacht. Ich habe 2 Telefonate entgegengenommen. Es war beide Male nicht der NDR. Ich bin ein bisschen enttäuscht, aber auch ein bisschen erleichtert. Und dann war ich jetzt vielleicht gar nicht mehr so produktiv, möglicherweise. Ja, ich glaube vorerst ist es aber doch besser, wenn Kai hier die Leitung weiter übernimmt. Kurzer Nachhak. Marie, ich habe was gemacht. Das Bild ist groß und alles andere ist weg. Kein Problem, ich regel das. Du musst einfach nur auf Ü drücken. Nur Ü? Ja, nur Ü. Ohne Command? Ohne Command. Danke, tschüss, viel Spaß. Freundlich bin ich auch. Ich möchte noch kurz etwas ergänzen. Das mag jetzt den ganzen Tag vielleicht so rübergekommen sein, als würde ich hier nur rumpimmeln und nichts auf die Reihe kriegen. Das mag auch teilweise stimmen, aber ich möchte mich jetzt auch nicht unter Wert verkaufen. Das klingt nicht so, als wäre ich da selbst überzeugt von. Aline, brauchst du Hilfe? Das war falsch, was du gesagt hast. Scheiße. Du hast mir was Falsches gesagt. Also, aber eigentlich wollte ich nämlich sagen, dass ich manchmal auch wahnsinnig coole Sachen mache. Und zwar? Weiß ich jetzt nicht. Die Feder, Mann. Ich habe eine Feder so krass animiert, ey. Sie fliegt, als wäre ich Harry Potter. Ja, das war echt heftig. Ja. Echt? Ja. Ich also kann jetzt, auch was. Aber jetzt, da das zum Beispiel gerade war falsch.